Die Märkte haben gewartet auf diese Rede von Donald Trump in New York. Und was ist dabei rausgekommen? Nicht so wahnsinnig viel. Trump bleibt vage. Es war ein einziger Sermon auf die Großartigkeit der USA und eine einzige Lobeshymne auf seine Politik, was er alles toll geändert habe. Das kann man sich anhören. Das muss man sich eigentlich nicht anhören. Es ist auf jeden Fall das, was wir schon ohnehin von ihm öfter gehört haben, klar souverän vorgetragen, ohne jede Selbstreflexion und jeden Selbstzweifel, das muss man ihm schon lassen. Aber es hat eben keine wirkliche Aussage gegeben zu China. Er hat gesagt, ja, wir schauen mal, wir wollen, wenn wir einen Deal machen, nur einen guten Deal machen, einen sehr guten Deal, keine Aussage zu möglicherweise Rücknahme oder Beibelassung von Zöllen. China hat die USA ausgenutzt, aber das kann man China gar nicht vorwerfen. Es waren unsere eigenen Führer, unsere eigenen Präsidenten, die das zugelassen haben, bla bla bla. Also immer dieser, immer wieder gleiche Text, der sozusagen jetzt nicht wirklich genau das angesprochen hat, was die Märkte wissen wollten, nämlich wie schaut es aus, gibt es diesen Phase-1-Deal? Ja, hat er gesagt, ja, möglich ist es, könnte sogar sehr bald sein, aber vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann würden wir die Zölle weiter anheben, hat dann erzählt, wie er das mit Mexiko gemacht hat, dass er da praktisch gesagt hat, also wenn das hier so weitergeht, dann werde ich die Zölle anheben und dann hat Mexiko alles unterschrieben, was er wollte. China habe sicherlich es bereut, man hatte schon einen Deal vor 7 Monaten, dann hätten sie angerufen und wollten uns sehen und dann haben sie gesagt, na, können sie doch nicht unterschreiben, jetzt würden sie es bereuen, dass sie das nicht gemacht haben, also es ist nicht das, was man wirklich jetzt an Erkenntnis oder als Erkenntnisgewinn bezeichnen könnte. Interessant sind aber einige Indikationen von Insidern. Hier Edward Lawrence, der ist Reporter bei Fox und der praktisch der Korrespondent im Weißen Hause. Der hat hier gesagt, ja, das US Trade Representative's Office will submit a report on possible tariffs on autos and auto parts. Also man wird hier einen Bericht vorlegen über die Auto- und Autoteile. Das wird dann dem Weißen Haus morgen zugestellt. Und dann ist eben die Frage, wie Donald Trump entscheidet, ob er letztendlich dann die Zölle anhebt oder eben nicht. Das klingt jetzt nicht so, als wäre schon deutlich klar, dass es eben keine Zölle gegen EU-Autos gibt. Da hat ja schon Jean-Claude Juncker sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, glauben Sie mir, ich bin ein sehr gut informierter Mann, es wird diese Zölle nicht geben. Es gab ja Berichte, dass die Zölle um weitere 6 Monate erstmal aufgeschoben werden. Wir werden es bald wissen. Jedenfalls ist letztendlich nichts klarer geworden, als es zuvor war. Schauen wir uns deshalb mal so ein bisschen das an, was an den Märkten der Fall ist, beziehungsweise in der US-Wirtschaft der Fall ist. Wir haben ja Aussagen von Trump, greatest economy ever, Jobmarkt war noch nie so gut, die Amerikaner haben noch nie so viel verdient wie jetzt, Manufacturing sei wieder ganz groß, etc., etc. Aber wenn wir uns hier mal die Voraussagen für das 4. Quartal anschauen, sowohl von der Atlanta als auch von der New York Fed, dann sind wir bei plus 1% für das 4. Quartal oder sogar darunter. Das ist natürlich greatest economy ever. Was machen die Investoren aus der ganzen Geschichte? Wir haben jetzt die Bank of America Umfrage unter den ganz, ganz großen Playern wieder erhalten. Und wir sehen hier die Kursziele zum Beispiel. Oktober ist hier das hellblaue, der hellblaue Balken, November der dunkelblaue Balken, also der Vergleich der Befragungen dieser großen Fondsmanager. Da haben manche gesagt, noch 30% bei 3030 Punkten würde der S&P gepickt haben, also sein Hoch erreicht haben. Im November sind das weniger als 10%. Viele sagen sogar jetzt, wir könnten in Richtung 3250 laufen. Das sind immerhin fast 50% der befragten Großinvestoren. Und wir sehen, dass eben diese Großinvestoren auf breiter Front hier praktisch etwas gemacht haben. Nämlich sie sind raus aus Cash und haben dieses Cash in die Aktienmärkte investiert. Wir haben jetzt 0,8% weniger Cashbestände bei den großen Investoren auf jetzt nur noch 4,2%. Das ist der größte Abbau von Cash seit November 2016 und die geringste Cash Balance, also der geringste Cashbestand seit dem Jahr 2013. Also die sind jetzt all in gegangen und hier merkt Holger Cepecan, dass das erste Mal dieser Indikator kein Kaufsignal mehr gibt, sondern dass wir eigentlich jetzt schon ja, so eine Art Euphorie haben, die sich dann auch im Fear and Greed Index ausdrückt, der bei 90 oder sogar drüber ist. Und wenn wir uns mal anschauen, was diese Fondsmanager
gekauft haben, dann ist es vor allem Tech. Sind es US-Tech-Werte, die man gekauft hat? Vorher waren US-Staatsanleihen sozusagen das beliebteste Vehikel, aber die haben ja heftig abverkauft. Die Rendite ist ja deutlich gestiegen. Also hat man jetzt offenkundig die Reißleine gezogen und ist eben dann in Tech-Werte gegangen. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass wir einen wöchentlichen RSI haben bei fast 83 beim S&P 500. Wir sehen, dass wir hier an dieser Aufwärtstrendkanal-Begrenzung rankommen, dass wir da ranlaufen, dass wir hier sozusagen maßlos überkauft sind. Das Bild rundet sich ab jetzt durch diese Umfrage der Bank of America. Es rundet sich ab durch den Fear and Greed Index. Es rundet sich ab durch die rekordhohen Short-Positionen im VIX, die ich schon öfter gezeigt hatte. Also man ist all in. Und da darf jetzt nichts schief gehen. Wir sehen hier einige Parameter, die hier zeigen, wie stark wir derzeit abweichen. Wir sind etwa 15% über dem normalen 2-Jahres-Durchschnitt beim S&P 500, 6% über dem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind normalerweise Extremwerte. Hier sehen wir einen langfristigen Aufwärtstrend des S&P 500. Und immer wenn wir uns zu weit davon entfernen, dann ist eine Korrektur eher wahrscheinlich. Klar, es kann noch weitergehen, solange Trump immer diese Möhre hinhält. Ja, es könnte bald sein, dass wir einen Phase-1-Deal machen. Und solange die Märkte eben an diesen Fed-Put glauben, solange kann es schon weitergehen. Aber es schreit doch nach einer Korrektur. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Schauen wir uns die Charts an. Da sehen wir den Dow Jones. Wir waren heute schon über der 27.760er Marke. Alle drei US-Indizes heute mit neuen Allzeithochs. Hatte ich schon gesagt, dass die Charts von Capital.com sind? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Der Nasdaq bei 8.280. Die Hoffnungen der Märkte auf die Rede von Donald Trump, sozusagen Entspannungssignale, Signale, dass der Deal bald kommt, die wurden jedenfalls nicht erfüllt. Aber es wurde eben auch nicht gesagt, wir werden keinen Deal haben. Alles ist mäcklich und das Gegenteil, den Dow Jones hatten wir schon gesehen. Dann schauen wir uns den S&P 500 an, der jetzt aktuell bei 3095 ist. Das erste Mal war dieser Index heute über der 3100er Marke. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der weiß nicht so recht, wir waren schon über der 13300er Marke und damit auch nicht mehr allzu weit vom Allzeithoch. Jetzt aktuell 13.285. Wir sehen, dass der Euro jetzt mit der 1,10er Marke kämpft, also nach wie vor latente Dollarstärke. Und wir sehen, dass Gold weiter relativ unverändert bei 1.453. Also, alles ist offen, nichts ist wirklich klar. Die Klarheit, die sich die Märkte erhofft hatten von der Rede von Donald Trump, ist jedenfalls nicht eingetreten. Morgen wird Jerome Powell sprechen. 17 Uhr deutscher Zeit, da wird es vielleicht neue Aufschlüsse über die Fed geben. Aber was will er schon sagen? Er hat ja praktisch sich beim letzten Mal schon aus dem Fenster gelehnt, gesagt, es bleibt erstmal alles, wie es ist. Wenn jetzt nicht die Inflation maßgeblich nach oben schießt, riesig nach oben schießt, dann werden wir die Zinsen nicht anheben. Aber senken wollen wir sie auch erstmal nicht. Also wir sind jetzt in einer Phase, in der alles irgendwie vage ist. Nur die Märkte sind sich ganz sicher, dass alles ganz toll ist. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.